FC Bayern zu Gast in Jordanien. Anfang April hieß es für einen Teil der Frauenmannschaft Abflug ins Königreich am Jordan. Wie schon beim ersten Besuch im Jahr 2011 sollte der Besuch der Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs vor Ort dienen. Eingeladen hatten der Jordanische Fußballverband und das Asian Football Development Project, unterstützt durch die Deutsche Botschaft. Gemeinsam mit der jordanischen Frauenfußballnationalmannschaft, aktuell der Nummer 54 der FIFA-Weltrangliste, meisterten die Spielerinnen und Verantwortlichen ein straffes Programm in 4 vollen Tagen. Ein Highlight für Katrin Lengert gleich zu Beginn. Am Rande der Pressekonferenz ein kurzes Meet and Greet mit Prinz Ali, dem Präsidenten des jordanischen Fußballverbandes und FIFA-Vizepräsidenten. Fußball wurde auch gespielt, gleich 2-mal traf der FC Bayern auf die Frauennationalmannschaft, zunächst in der Stadt Zarka. Clara Schöne gelang der Treffer zum 1:0 Endstand. Und ein weiteres Mal in der Hauptstadt Amman, Gina Lewandowski und erneut Clara Schöne erzielten die Treffer zum 2:0. Eine mit etlichen Jugendspielerinnen ergänzte Bayern-Mannschaft, die so noch nie zusammen trainiert hatte. Egal, Spielerinnen und Fans hatten ihren Spaß. Wir sind hier mit dem Mixteam, also mit relativ vielen Jungspielerinnen angereist, haben das erste Spiel 1:0 gewonnen, haben uns heute im zweiten Testspiel sicherlich auch leichter getan, weil wir mehr und mehr reingekommen sind. Und ja, für uns war es eine tolle Erfahrung, 2:0 gewonnen. Wir sind froh, dass wir beide Vergleiche für uns entscheiden konnten. Und ich denke, es lief fair ab. Und so gesehen war das aus sportlicher Sicht ja, eigentlich rundum gelungen. Spaß hatten auch die über 300 Mädchen aus allen Landesteilen Jordaniens, die einen Trainingsnachmittag mit dem FC Bayern erleben durften. Auch eine 4-stündige Busfahrt war für einige der Mädchen kein Hindernis, um da dabei zu sein. Der emotional bewegendste Programmpunkt für die Gäste aus München war der Besuch im syrischen Flüchtlingslager Satari, keine 15 Kilometer von der Grenze zum Bürgerkriegsland entfernt. Auf dem Programm dort ein Fußballfestival mit etwa 50 syrischen Mädchen. Ein Erlebnis, das den Spielerinnen noch lange in Erinnerung bleiben wird, dazu noch ein eigener Bericht. Also wir waren heute im Flüchtlingslager an der syrischen Grenze. Ich muss sagen, es war ziemlich beeindruckend, wie viele Menschen hier leben. Da haben wir einen kleinen Girls-Day mit den Mädels gemacht. Die waren alle total engagiert und auch wenn sie die Regeln nicht wirklich wussten, hat es super viel Spaß gemacht, die da einfach ein bisschen zu ermutigen und denen zu zeigen, dass Sport was Gutes ist. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen. Viel Zeit für Kultur blieb nicht. Dafür hatte der FC Bayern aber einen exzellenten Tourguide. Thomas Maria Weber, Professor für klassische Archäologie an der Universität von Jordanien, begleitete das Team während der Besuche der antiken Städten Jerash und Umm Qais. Und etwas Erholung gab es zum Schluss dann doch noch. Der Duke of Mukaibe begrüßte das Team in seinem privaten Duke's Paradise zum Entspannen und Baden in den heißen Quellen. Ich fand einfach mit den Leuten, so um den Leuten zu sein, so mit ihnen zu sprechen und zu erleben, wie ihr Leben ist und alles anzuschauen, wie es ist hier, die Kultur, das Essen. Und ich fand das Refugee Camp richtig beeindruckend, weil man sieht das im Fernseher, in der Zeitung, aber erlebt das nicht so als Wahrheit. Und als wir da waren, es war richtig eye-opening, dass wir alles anschauen können und mit den Leuten sprechen. Mir hat besonders gefallen das Essen mit der jordanischen Nationalmannschaft, mit dem Team, weil es halt einfach total freundschaftlich war und ich sowas eigentlich nicht kenne, dass wir mit fremden Menschen halt essen gehen und uns so gut verstehen.
und auf der einen Seite halt Gegner im Spiel sind und auf der anderen Seite dann wieder am Abend zusammen essen gehen und miteinander halt reden und Spaß haben. Mir gefällt es hier sehr gut, weil ich einfach hier eine neue Kultur kennengelernt habe und neue Leute kennengelernt habe, viele neue Dinge erlebt habe und es einfach sehr viel Spaß macht. Wir haben natürlich wirklich wahnsinnig viel erlebt in den letzten 5 Tagen. Von daher waren auch viel dabei, was einen auf unterschiedlichster Ebene irgendwie bewegt hat, egal ob sportlich, kulturell. Aber ich denke, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, ist der Besuch im Flüchtlingslager gestern in Satari, weil es einfach so eine zutiefst menschliche Geschichte ist. So am besten eigentlich hat mir so gefallen die Abende mit den jordanischen Fußballerinnen, das Essen immer, weil es halt doch eine andere Kultur ist, auch das Essen, auch wie sie am Tisch sitzen und essen, das ist halt speziell und die sind weltoffene Menschen, was man ja oft eigentlich nicht so denkt, wenn man von zu Hause halt Sachen hört über arabische Länder eben und ich war echt verwundert, wie weltoffen und wie freundlich und nett und zuvorkommend die ganzen Mädels eben sind.